Herzlich willkommen, liebe 1000 BS-Fans, hier von der Bike Austria 2014 in Dulln am wieder mal beeindruckenden Harley-Davidson-Stand mit Christoph Haas. Hallo Christoph. Hallo Christoph. Wir stehen hier vor einem neuen, alten Modell oder alten, neuen Modell, wie man will. Der Lowrider hat es ein paar Jahre lang nicht gegeben. Legendäres Modell. Gut, welches Modell ist das nicht bei Harley? Und jetzt stehen wir hier vor einer ganz neuen. Welche Features hat dieses Modell? Genau, du hast es richtig erwähnt, das ist ein Klassiker. Die Lowrider war schon früher ein sehr beliebtes, erfolgreiches Motorrad in der Palette von Harley-Davidson. Jetzt neu aufgelegt, seit dem März im Handel. Und natürlich mit all den neuen Sachen, die man sich unterdessen bei Harley gewohnt ist, wie ABS, den 103er Motor etc. Also nicht nur tolles Styling, angelehnt an die frühen Zeiten, sondern auch Fahrbarkeit vom Feinsten, zum Beispiel Doppelscheibenbremsen bei dem Modell, die Ergonomie anpassbar, hier beim Lenker, wie du siehst, hier beim Sattel, variabel. Klassisches Styling gepaart mit State-of-the-Art-Technik. Jetzt muss man eine Harley einfach fahren, um zu wissen, was diese Marke ausmacht. Du hast gesagt, seit März im Handel. Gibt es schon Möglichkeiten, das Modell Probe zu fahren? Die steht beim Händler und sollte auch zur Probe bereitstehen, ja. Sehr gut, auch hier kann man ja Probe fahren auf der Bike Austria. Jetzt noch die Frage, bei Harley gibt es ja natürlich Millionen Möglichkeiten, das Bike irgendwie zu customizen. Was haben wir grundsätzlich hier für Farben und Stylings? Also Farben und Stylings, eben ab Stange hast du bestimmt, ich weiß nicht ganz genau, aber 12, 14 Farben zur Auswahl, sei es mit Two-Tone, zweifarbig lackiert oder einfarbig lackiert. Und dann, wie du richtig gesagt hast, 950 Seiten Zubehörkatalog. Also das fängt bei den Rückspiegeln an, bei den Griffen, Fußrasten, Sissi-Bar, Koffer, was du willst. Da gibt es unendliche Möglichkeiten. Ja, das weiß ich. Und unendliche Wünsche gibt es auch. Genau. Was kostet jetzt dieser Wunsch? Der Wunsch, da gibt es einen Basispreis, der ist um die 18.000. Und dann, sage ich mal, nach oben offen, je nach Wunsch und Geschmack. Okay, vielen Dank, Christoph. Gern geschehen.